Hallöchen und herzlich willkommen bei Spieleabend TV. Wir haben heute für euch Pandemic Schnelles Einsatzteam von Zedman Games, vertrieben durch Asmodee. Das ist ein witziges Echtzeitspiel, was natürlich im Pandemie-Universum spielt. Das heißt, es ist wieder kooperativ, juhu, juhu, juhu. Ab 8 Jahren geeignet, 2 bis 4 Spieler und dauert so ungefähr 20 Minuten, weil es eben tatsächlich Echtzeit ist. Deswegen ist ja auch so eine tolle Uhr dabei. Dieses Mal sind wir nicht unterwegs in der ganzen Welt, zumindest nicht auf einer Karte, sondern eigentlich ist das Spielbrett, das wir jetzt hier vor uns schon sehen, das Innere eines Flugzeuges. Richtig. Und zwar ein super Hightech-Flugzeug, bei dem wir ganze Produktionsstraßen für verschiedene, ich sag mal, ja, Hilfsgüter schon haben. Das heißt, einerseits hier sieht man, in diesem Bereich ist so die Produktionsabteilung, kann man sagen. Da haben wir hier mal so Wasseraufbereitung. Mhm. Da stellen wir Wasser her, sauberes, tolles Wasser. Dann haben wir hier so Pflaster und Festkunstmaterial, genau, so erste Hilfematerial. Hier haben wir Energie, das heißt wahrscheinlich werfen wir Batterien runter, keine Ahnung. Nö, sagen wir Notstromaggregate dazu. Wie auch immer. Und wir haben Nahrungsmittel, genau, die wir herstellen. Oh klar, natürlich. Und Pandemie, ne? Natürlich geht es auch um Stoff, Impfstoffe, auch, ja. Heilmittel, wie auch immer. So ist es, genau. Oder wir stellen bloß die Spritzen her, das kann auch sein, wer weiß. Da bei so einer Produktion natürlich auch Abfall entsteht und wir wollen natürlich in dem Flugzeug nicht im Abfall ersticken, haben wir auch eine Recyclinganlage bei uns an Bord, die wir auch benutzen müssen, bevor wir hier, ich sag mal, alles zugemüllt haben, alles toxisch ist und genau. Genau, wenn das Flugzeug sozusagen ein Messi wird, dann ist das Spiel vorbei, haben wir verloren. Dann haben wir noch einen Hangar. Gut, so ein Laderaum quasi, wo wir alles Mögliche sammeln, was wir halt hergestellt haben und nachher dann auch an die Leute ausliefern. Genau. Wie das funktioniert, kommen wir eh noch drauf. Genau. Ihr seht natürlich auch nur begrenzt Platz, ja, wie es so ist. Man kann nicht einfach alles schön auf Halde produzieren. Das funktioniert nicht. Genau. Hier vorne haben wir den Kontrollraum, das Hauptquartier sozusagen, den Kopf. Hier vorne ist dann irgendwo das Cockpit, aber ja. Genau. Du hast schon gesagt, dass es hier begrenzte Plätze gibt. Gerade bei der Fracht ist es so, man kann, wenn es einmal voll ist, kann man schon Sachen, die hier drin sind, austauschen, kann sie quasi wieder wegwerfen und gegen andere ersetzen, die man gerade hergestellt hat. Aber das Problem ist, man verliert natürlich Zeit, weil man muss sich erst miteinander austauschen, was man da jetzt eigentlich wirklich vernichten möchte. Richtig, das heißt, genau. Alles das, was unnötig ist, sollte man bei diesem Spiel vermeiden. Richtig, weil es ist tatsächlich hier so, diese Sanduhr, die läuft relativ zügig durch. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das waren. 2, 2,5 Minuten? Ich glaube 2,5 Minuten. Das heißt, ein Sanduhrdurchlauf ist wirklich sehr kurz. Und in dieser Zeit geht es zack, zack, zack hin und her. An alle Sanduhrfreunde da draußen, ihr wisst das natürlich. Aber auch hier ein Tipp an den Roman. Wenn du die Sanduhr umdrehst, dann mach's nicht so. Ja. Das war jetzt zur Demonstration. Dann kommt gleich ein Teil dessen, was da an Sand noch übrig wäre. Ein Teil Zeit kommt dann damit. Ne? Gleich mindestens noch. Ein Teil Zeit. Genau. wir spielen verschiedenste Rollen. Also ist sozusagen auch ein kleines Rollenspiel. Und zwar gibt es verschiedenste. Ja? Wir haben hier mal als Beispiel, so muss ich es hinlegen, die Analytikerin von der Elfenbeinküste ist das, glaube ich, ja? Bevor wir mit zu den Rollen kommen, sagen wir doch einfach, was das mit den Würfeln auf sich hat. Ich glaube, das ist einfacher. Die Würfel und die Städte. Genau, richtig. Ja. Sorry. Der Reihe nach. Genau. Also, wir sehen ja schon, hier haben wir unsere tollen, lustigen Männchen. Einmal in Rot, einmal in Blau. Das sind auch die Spielerfarben, die wir beide haben. Ich habe jetzt den Roten. Und der Roman ist blau. Genau. Dazu sind dann auch entsprechend 6 Würfelchen. Und diese 6 Würfelchen haben, wer hätte es gedacht, 6 verschiedene Seiten. Und auf jeder Seite von diesen Würfeln befindet sich ein Symbol. Wir haben einmal hier diese Kanne, also diese Tin Can quasi, die passt hier zu den, die Dose passt hier zu den Lebensmitteln, die Spritze zu den Arzneimitteln, das Wasser, der Wassertropfen zum Wasser, der gelbe Blitz zum Strom und natürlich
das Plaste für die Verbandsmaterialien. Genau. Und, eins haben wir unterschlagen, weil es sind ja 6, es gibt noch ein Flugzeugsymbol. Genau, richtig. Das Flugzeugsymbol, wir haben es schon beim Hangar gesehen, gibt es aber auch selber als Aktion. Nämlich, wenn ich das Flugzeugsymbol erwürfe, kann ich das benutzen, um das Flugzeug, das nachher irgendwo hier in der Welt halt herumreistet, um eines entweder noch in die oder die andere Richtung zu versetzen. Mhm. Genau so ist es. So, ihr seht, hier sind sozusagen Würfelplätze vorgesehen. Das Besondere ist, jede Aktion, die man durchführt, kostet Würfel. Das heißt, wir nehmen jetzt mal an, zum Beispiel, ich bin in diesem Raum und ich möchte Wasser produzieren. Um Wasser zu produzieren, muss ich auch Wasserwürfel werfen. Das heißt, ich würfel jetzt einfach mal, das ist jetzt natürlich super. So, machen wir mal an, das ist mein erstes Würfelergebnis. So, ich habe also einen Wassertropfen. Den darf ich aber nicht gleich hier platzieren. Ja, funktioniert nicht, weil, ihr seht das hier angedeutet, das ist eine Gruppe. Ich darf nur die Würfel hier im Flugzeug platzieren, wenn ich auch eine Gruppe füllen kann. Ich darf diesen Würfel hier beiseite legen und darf bis zu 2-mal noch würfeln. Das heißt, ich würfel jetzt einfach nochmal, zack, jetzt hätte ich hier nochmal einen, ist super, aber nimm nochmal an, ich habe das jetzt so, zack, dann würfel ich nochmal, ist super, aber nimm nochmal an, ich hätte das, dann wäre das jetzt blöd. Dann wäre mein kompletter Zug sozusagen für die Katz, weil ich bräuchte 2 Wassertropfen, um hier diese Gruppe füllen zu können. So. Was man natürlich hätte machen können, also anstatt dessen ist, er hätte zum Beispiel mit 2 anderen Würfeln laufen können. Genau. Und das dann hier zum Beispiel die einsetzen. Natürlich Richtig. Nicht komplett, auch hier hast du wieder nicht... Vorausgesetzt natürlich, man braucht es. Es bringt nichts auf Halde Richtig. Zu produzieren, weil wir ja tatsächlich nur einen begrenzten Platz haben. Im Hangar haben. Genau. Das heißt letzten Endes, der Spielzug besteht aus 2 Teilen. A, ich würfel bis zu 2-mal nach. Und dann entscheide ich, was ich mit den Würfeln, die ich habe, eigentlich mache. Genau, beziehungsweise ich kann mir auch von Anfang an das Ziel setzen. Ja, mein Ziel war jetzt, ich will Wasser produzieren und dann plane ich meine Würfel dann halt schon so zurecht. Richtig. Die Würfel selber, ich habe schon gesagt, was man damit machen kann. Einerseits, man kann fliegen. Genau. Roman hat schon angedeutet, man kann sich auch bewegen. Jede Bewegung kostet einen Würfel. Genau. So. Wie produziere ich? Nehmen wir mal an, ich habe hier tatsächlich alles mit Wasserwürfeln füllen können. Ich kann jetzt also mit einem Schlag produzieren. Das kostet mich nicht noch einen Würfel extra. Das ist einfach nur für mich, dass ich sage, so, ich produziere jetzt. So, das heißt, es würden 3 Wasser-Ressourcenmarker in den Hangar wandern. Und die Würfel kriege ich jetzt nicht einfach so zurück. Nein, ich muss noch einmal würfeln, weil ich jetzt entscheide, wie viel Müll hat mich denn dieser Produktionsprozess gekostet. Könnte ja sein, dass das Wasser radioaktiv oder anderweitig kontaminiert war und das muss dann natürlich jetzt auch irgendwo hin. Ne? Das heißt, ich muss die Würfel, die ich hier werfen, und dann entscheidet das Symbol, was kreisrund umrandet ist, ob es einen Müll produziert oder nicht. In diesem Fall hätte ich 2 Müll. Das heißt, mein Müllmarker würde um 2 Felder wandern. Hätte ich jetzt zum Beispiel das hier gewürfelt, hätte ich Glück, dann würde der Müllmarker da bleiben, wo er ist. War's wohl schon sauber. Richtig. Wenn ich aber sowas würfel, das ist natürlich das denkbar ungünstigste, weil dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, schön, wenn hier Nummer dran stehen, 5 Müll auf einmal. Ja. Wie werde ich den Müll wieder los? Fragt ihr euch jetzt bestimmt. Ja, ganz einfach, indem ich bei meinem nächsten Zug beim Würfeln dahin laufe, ja, 1 Würfel, 2 Würfel, 3 Würfel verbrauche. Und dann könnte ich hier noch 3 Würfel platzieren. Da ist es egal, welche Seite. Also da kann ich wirklich reinhauen, was gerade ist. Und kann das dann aktivieren und dann würde der Müllmarker wieder um eines zurückgehen. Sollte ich natürlich versuchen, so schnell wie möglich und so viel wie möglich zu machen. Das heißt, es bietet sich an, da wirklich hier seine Würfel reinzupacken, wenn sie nicht schon irgendwo anders gebunden sind. Das ist immer das Schwierige dann. Damit ich wirklich dann den Müll loswerde. Das Problem ist halt wirklich, die Würfel sind gebunden. Ja. Genau, richtig. Das heißt, und, nehmen wir mal an. Das heißt, ich habe schon hier das. Ja, dann habe ich nur diese 3 Würfel zur Verfügung.
Ja, wann könnte diese Spielsituation sein? Ja, ganz einfach. Wir brauchen nun mal für unsere Lieferungen 3 Wasser. Und dann kann es sein, dass Andi hier steht und versucht hier fleißig Wasser zu produzieren. Ja, dann habe ich halt nur diese 3 Würfel zur Verfügung. So. Was natürlich auch wichtig ist, einen Raum kann man nur aktivieren, indem man selbst isst. Das heißt, der Roman, wenn ich jetzt hier drüben bin, kann der Roman nicht den Raum aktivieren. Das geht nicht. Richtig. Auch wenn er da Würfel drin hat, das funktioniert nicht, das ist nicht erlaubt. Ist ja klar, ich stehe da. Ne? Ja. Wenn ich jetzt aber hier wäre, könnte ich das tun, auch wenn das nicht meine Würfel sind. Richtig. Weil wir sind ja kooperativ, wir arbeiten zusammen, genau. Wir wollen gemeinsam nicht Müll ersticken. Und wir wollen die Welt retten. Die Welt retten. Nur noch kurz. Nur mal ganz kurz die Welt retten, ja. Genau. Richtig. So. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, die sich stellt, jetzt wisst ihr, wie man produziert, ja, wie das mit den Würfeln läuft. Wie die eingesetzt werden, wie die eingesetzt Rollen aktiviert werden. Genau. Jetzt ist noch die große Frage. Wo kommen die Städte her? Genau. Und woher wissen wir überhaupt, was wir produzieren müssen? Mhm. Ja, dafür gibt es natürlich, ihr seht es schon hier verteilt, wunderbar, diese Städte. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Johannesburg. Da haben wir hier unten. So, und jetzt wissen wir, okay, Johannesburg braucht also 2 Ladungen Medikamente, 1 Ladung Nahrung und 1 Notstromaggregat. Also müssen wir erstmal dahin fliegen. Ja, das heißt, wir bräuchten jetzt ganz, ganz viele von diesen Symbolen, damit wir auch dahin fliegen können. Weil nur, wenn wir dort sind, können wir auch aktivieren. Mhm. Wir können nicht, nehmen wir mal an, wir haben hier benachbarte Städte, Lagos. Ist ja klar, das ist nicht hier Lagos. Nehmen wir mal an. Nachher noch was schön mischen. Ja, mach ich auch. Nehmen wir mal an, wir müssen das hier beliefern. Da können wir nicht sagen, naja, wir fliegen dahin, laden 2 Nahrung aus, fliegen dann 1 weiter, laden da noch eine Nahrung aus. Das funktioniert nicht. Nee. Wir müssen immer eine Ladung, eine Hilfslieferung sozusagen vollständig zusammen haben. Und nur dann, können wir sie auch ausladen. Ganz oder gar nicht. So ist es. Nehmen wir mal an, also, wir haben Nigeria versorgt. Dann kommt diese Karte raus aus dem Spiel und wir bekommen das hier. Das hier ist ganz toll. Das ist nämlich ein Zeitmarker. Wir beginnen mit 3 Zeitmarkern im Hauptquartier und jedes Mal, wenn wir eine Stadt erfolgreich beliefern, kriegen wir einen Zeitmarker dazu. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja immer nur dazu, wie gehen sie denn weg? Ganz einfach, wenn einmal die Sanduhr durchgelaufen ist, geht ein Zeitmarker weg. Man muss also die ganze Zeit wirklich das im Blick behalten. Deswegen ist das Spiel auch ein bisschen hektisch. Da wird es auch ein bisschen ruppiger zugehen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass vielleicht Worte fallen, die im normalen Sprachgebrauch jetzt nicht vorhanden sind. Abhängig von der Spieleranzahl ist es, wie viele von Hause aus hier an Zeitmarkern drin sind und auch wie viele Städte im Spiel noch erscheinen werden. Richtig, denn jedes Mal dann, wenn die Zeit abläuft und noch Städte im Stapel liegen, die wir quasi versorgen müssen später, werden diese nachgezogen, aufgedeckt und ab dann müssen wir da eben auch noch hin. Genau, richtig. Sollten wir von der Zeit her es schaffen, ohne alle Städte schon aufgedeckt zu haben, die anderen fertig zu beliefern, haben wir das Spiel auch schon gewonnen. Richtig, genau. Das schaffen wir aber normalerweise nicht. Genau. Und jetzt kommen wir zu den Rollen. Richtig. Jeder von uns kann eine verschiedene Rolle. Ich zeig mal einfach vorne ab, das kriegt man einfach hin. Rolle vorwärts, Rolle rückwärts. Genau, das ist die Rolle vorwärts. Die Rolle vorwärts kommt von der Elfenbeinküste, das ist diese nette Dame. Und sie darf zusätzlich zu den 2 sowieso Wiederholungswürfen, die man hat, nochmal 2-mal extra würfeln. Das heißt, da kann man dann schon versuchen, ein bisschen was rauszuholen. Dann haben wir hier den Recycling-Experten. Man muss, wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, der hat hier auch Wasser produziert. Ja, nehmen wir mal an, hier so 2 Wasser produziert, dann muss er nur 2 Würfel werfen. Wenn es darum geht, wie viel Müll kommt denn dabei rum? Und er überspringt im Recyclingzentrum das erste Feld. Das heißt, er fängt nicht hier an, sondern schon hier. Genau, richtig. Das heißt, aber nur er. Er braucht nur 4 Würfel, um hier -4 zu bekommen. Genau, aber nur er. Leider. Ja, naja. Dann haben wir den Navigator. Immer wenn der Navigator ein Flugfeld einsetzt, dann darf er das Flugzeug nicht nur um ein Feld bewegen, sondern noch um eines extra. Dann haben wir hier den Techniker. Der darf zum Bewegen, wenn er einen Würfel ausgibt, darf er 2 Räume schon laufen. Das heißt, der ist flix unterwegs.
Dann haben wir die Direktorin. Die kann während ihres Zuges kann sie Würfel ins Hauptquartier legen. Und dort stehen sie dann den anderen Spielern zur Verfügung. Das heißt, nehmen wir mal an, Andi steht hier und hat aber überhaupt kein Glück und würfelt kein Wasser. Dann kann ich dort Würfel reinpacken. Aber halt immer nur einen, logischerweise. Aber alternativ kann sie diesen Würfel auch zum, beziehungsweise keine andere Spiel, diesen Würfel auch zum Bewegen oder Fliegen direkt einsetzen. Richtig, genau. Das heißt, ich gebe dann sozusagen von meiner Würfelkraft etwas ab als Direktorin. Genau. Dann haben wir die Produktionsspezialistin. Die ist ganz toll, weil die darf die Gruppen ignorieren. Das heißt, wenn sie jetzt hier wäre, könnte sie zum Beispiel sagen, so, und ich platziere jetzt erstmal den ersten Würfel. Du musst sozusagen ihre Gruppe nicht vollständig füllen, um die Würfel zu platzieren. Wenn jetzt aber ein anderes Spieler hier auch produzieren möchte, dann reicht es nicht aus, nur einen Würfel reinzusetzen. Richtig, genau. Sondern der musste dann quasi diese Gruppe gar auffüllen. Genau. Ne? Und dann haben wir noch abschließend die Ingenieurin. Bei der ist das Tolle, wenn die ein Flugzeug fällt, wenn ihr ein Flugzeug Würfelseiten-Würfelergebnis hat, dann darf sie diesen Würfel beliebig drehen und einsetzen. Ja, nehmen wir mal an, sie braucht auch gerade Strom, hat aber das hier ist ihr Würfelergebnis. So. Dann darf sie den Würfel nehmen, darf ihn auf Strom stellen und einsetzen. Wunderbar. Das sind die Rollen. Gut. Ja. Jede von diesen Rollen hat auch einen anderen Startpunkt. Genau, richtig. Ist immer oben in der Ecke genau dargestellt. Sehen wir dann bei denen, die wir dann auch nachher so ist es zugemischt bekommen. So ist es. Ja. So, ich platziere mal die Würfel und wir haben jetzt uns Folgendes gedacht. Damit ihr das Spiel, wir haben es ja einmal kurz erklärt, aber in Echtzeit ist es ein bisschen schwierig, da taktische Überlegungen zu erklären oder sonst was. Das ist natürlich nicht ganz so praktisch, deswegen spielen wir das Spiel zweimal. Und zwar einmal ohne Zeit und einmal mit Zeit. So, sagen, fangen wir erstmal an. Zack, zack. Eine wichtige Information, die wir noch vergessen haben. Ja. In den Zeitpunkten, wo die Uhr quasi durchgelaufen ist, darf man nicht weiterspielen, erstmal, das ist quasi eine Pause, und man darf auch nicht miteinander, ich sag mal, Pläne schmieden, genau, taktisch verhandeln, was wir dann als nächstes machen müssen. Man ist immer wieder dazu verleitet und es passiert immer wieder, dass man es in der Pause aus Versehen dann doch irgendwie tut. Ja, die Pause ist wirklich zum kurz durchschnaufen und dann geht's schon wieder weiter. Ja. So, die Einsteigervariante würde vorsehen, dass wir müssen erstmal eine Karte ziehen, um zu gucken, wo wir starten. Wir starten in Madrid. So, und dann würden zwei Karten sofort aufgedeckt werden. Einmal Sydney und einmal London. Oh, London ist nicht schlecht. Zack. Und Sydney einmal auf der anderen Seite der Welt. Zack. So, und dann noch drei Karten, die verdeckt sind. Das ist die Einsteiger-Variante. So. Ich habe die Produktionsspezialistin, die fängt im Medizinraum an. Genau, ich habe die Ingenieurin, das ist die, die diese Flugzeugwürfel umdrehen kann. Genau. Und die fängt an hier drüben in der Produktionsstraße. Genau. Für Lebensmittel. So. Es bietet sich an, da wir in der Nähe von London sind, dass wir auch das zuerst abarbeiten. So, dazu brauchen wir Wasser, Nahrung, Medikamente und Erste-Hilfe-Material. So, wir dürfen uns zwar nicht absprechen, mein Gott, ich würde jetzt beim Beginn anfangen. Ja, wir haben ja gesagt, also theoretisch würde man jetzt die Uhr umdrehen. Genau, richtig. Und dann würde es plötzlich hektisch werden, das seht ihr nachher noch. Jetzt, wupp. Die Zeit läuft. Ist das ja quasi ein Moment, wo wir die Zeit mal dehnen. Ja, also wir brauchen Wasser, wir brauchen... Was brauchen wir? Medikamente, hast du gesagt? Genau, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Einmal Lebensmittel. Ja, gut. Genau. Du startest bei den Lebensmitteln, das heißt, ich würde sagen, ich fange gleich mal an. Versuch mit den Lebensmitteln anzufangen. Genau. Machst du zuerst Medikamente? Ich mache zuerst Medikamente und würde danach zum Wasser rübergehen. Holst du dann zwei oder drei? Da wir hier auch welche brauchen, dann würde drei, ich gleich, haben wir gleich drei holen. Genau, richtig. Okay, gut. Und ich würde nach dem hier, also ich würde hier erstmal nur einen holen und würde dann hier runterlaufen zu den Genau. Kursungs.
dann fang du mal an. Und wie gesagt, das ist jetzt alles, das sind Überlegungen, die in unseren Köpfen abgelaufen sind. Und die man dann eigentlich in Echtzeit machen müsste. Richtig, genau. So, die zwei kann ich zum Fliegen nehmen. Ja, oder umdrehen. Oder umdrehen, deswegen ja. Mal gucken, ich würfel nochmal nach und ich würfel nochmal nach. Dann würde ich sie dafür nutzen, weil dann kannst du direkt einsetzen. Genau, richtig. Zack, zack. Zup, zup. Würde ich dann auch gleich produzieren. Würde ich auch gleich machen, das heißt, wir produzieren einmal Müll. Perfekt. Und hier gibt es einen im Lager. Genau. Ich habe noch drei Würfel übrig. Genau, das heißt, du kannst die noch bewegen. Das heißt, ich kann eins, zwei und einen. Richtig, einsetzen. Weil das ist eine Gruppe hier, das heißt, es ist platzierbar. Hier dürfte er jetzt nicht, weil da bräuchte er zwei Würfel. So, dann würde ich beginnen. Und ich muss, wie gesagt, die Gruppen ignorieren. Oder ich kann die Gruppen ignorieren. Und noch einmal. So. Und jetzt wäre Andi schon wieder dran. Perfekt. Die zwei kann ich ja direkt einsetzen, ne? Ja, Moment, ich tue erstmal weiter, weil er weiß, was am Ende rauskommt. Das ist auch ganz gut. Okay, das heißt, ich kann... Eins zum Fliegen würde sich jetzt anbieten. Ich kann das auch komplett voll machen. Wir brauchen dann eins. Drei. Perfekt, dann mach. Dann mache ich das. Weil ich kann die ja umdrehen. Zück. Ne, komm her, du. Zück, zück. Drei Stück. Denkt dran, das ist nachher ist das viel hektischer. Das ist jetzt gerade bloß, damit wir überhaupt, ne? Genau, damit wir kurz das Spielprinzip erklären. Und dreimal Müll. So. Okay, soll ich hin dazu laufen oder hier rüber laufen? Ich lauf da rüber. Hier rüber. Damit wir gleich. So. Das Wasser, das wir sagen können. Einmal und nix. Perfekt. Dann würde ich jetzt gleich drei Medikamente auf einmal produzieren. Eins, zwei, drei. Und jetzt muss ich würfeln, wie viel Müll? Eins, zwei, drei, vier Müll. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Wieso? Der war nicht. Ach, der war nicht. Das war, Okay, dann passt. Weiß gar nicht, warum der daneben lag, aber... Genau, so. Und jetzt wäre meine Überlegung... Ja genau, das war der aus dem Wurf. Dass du zum nach hinten gehst? Oder? Genau, richtig. Dass ich nach hinten gehe und dann nehme ich auch hier recyceln was mache. Und sobald wir hier das Wasser und Dings haben, können wir Dann... So? Genau. Okay. Also einmal fliegen. Auf jeden Fall. Einmal ist auf jeden Fall fliegen. Zack. Dann Wasser. Genau. Wasser, mehr brauchen wir nicht, ansonsten ist es bloß recyceltechnisch. Richtig. Genau. So, jetzt müssen die schon, dürfen die schon nicht zu viel Dings. Genau, haben. Also maximal zwei. Jetzt hätten wir verloren. So, aber wir erklären ja das Spiel, deswegen mach jetzt einfach mal. Nee, warte mal, du darfst doch die jederzeit drehen, wie du möchtest, oder? Gilt das auch im Ja, das gilt aber doch nicht für die... Okay, wir nehmen jetzt an, du hast das nicht gewürfelt, sondern du hast das da gewürfelt. So. Das heißt, wir hätten hier zwei. Okay. Wir hätten ordentlich Müll. Von mir aus. So, dann bin ich wieder dran. Und ich nutze jetzt einen Würfel zum Laufen. Und dann habe ich hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Würfel übrig. 1, 2, 3, 4, 5, die ich sofort einsetzen würde und dann gleich aktivieren würde. Was den Müll wieder um 4 reduziert. 1, 2, 3, 4. So, jetzt wäre der Andi wieder dran. Achso, im Übrigen, wir haben da hinten zwei Wasser, ne? Genau. So. Du könntest. Ja, ich würde 1, 2, 3, 4. Genau, rückst dich da in Stellung. 4. Und passt damit. Genau, richtig. So, das heißt, jetzt würden hier 1, 2, 3, 4 Würfel wegkommen, die quasi das Ergebnis abdecken. Die gehen dann gleich wieder hierhin zurück, ja, nicht daneben legen, weil wir müssen ja weiter produzieren. Jetzt wäre diese Stadt erledigt, das heißt, sie kommt beiseite und es kommt ein Zeitmarker dazu. Im Übrigen, nur weil man den Hangar aufmacht, produziert man keinen Müll. Also das ist nicht wie... Genau, das ist kein Produktionsgebäude. Produktionsgebäude sind wirklich nur, oder Produktionsflugzeugabteilungen sind tatsächlich nur diese fünf hier in der Mitte. So, dann
Wäre ich jetzt wieder dran, ich würde wieder 5 Würfel einsetzen. Ja, also halt 5, um hier wieder zu reduzieren. 1, 2, 3, 4. Und jetzt ist das natürlich hier beim Müll schon wieder viel entspannter. Und würde den Würfel einsetzen zum Fliegen. Wir müssen da runter, also wieder dahin zurück. Wir könnten mal wieder ein bisschen mehr kommen. Das einmal ist nämlich das nächste. Wenn das gegen die Zeit einmal kommt, macht das sicherlich auch Spaß. Dreimal und ich würde jetzt 3 Würfel einsetzen, um das zu reduzieren und würde 1, 2, 3 mal fliegen. Also 4 mal fliegen. 1, 2, 3, 4. Okay, einmal geflogen. Ja, aber ich stehe da drüben. Ja. Wobei, man kann ja in den Raum beliebig viele Figuren reinsetzen. Das ist ja kein Problem. Also kannst du den 1, um da rüber zu laufen. Genau. Nutze den, um auszuladen. Und damit haben wir Sydney. Und damit hätten wir Sydney erledigt. Und das natürlich, boah, die Sanduhr ist gerade abgelaufen. Ihr habt es gesehen, also das war ein richtiges. Genau. Wo wären wir denn als nächstes noch hingegangen? Wir hätten noch nach Riad, Bogota und Istanbul. Mhm. Ja, da hätten wir gleich wieder fleißig weiterfliegen müssen. Also, da ist wirklich einiges an Glück dabei. Ja. Gut. Und das war jetzt wirklich die langsame Variante, ne? Oh, und die Erklärvariante war eigentlich, hätten wir ja schon verloren gehabt. Ja, richtig. Jetzt gucken wir mal, hoffen wir, dass wir es mit Zeitdruck besser machen. Wir funktionieren besser ohne Zeitdruck. Also, was man auch dazu sagen muss, wir können jetzt halt, wie gesagt, weil wir da im Stress sind, wir können uns Anweisungen zubrüllen, wir können hektische Gesten machen. Ja, es wird hektisch. Ja, weil wie gesagt, diese Uhr. Gut, also wir starten in Madrid. Und wir müssen nach Manila und Istanbul. Ja, Istanbul Manila. Und Manila. Und dann haben wir natürlich noch 1, 2, 3. 3 Karten, die im Kontrollzentrum auf uns warten oder im Hauptquartier. So. Okay, also eigentlich, wenn man so ein bisschen eingespielt ist als Team, ist es klar, wo wir hin müssen. Wo man genau hin muss. Und was man halt produzieren muss. Gut, dann hätte ich gesagt, fangen wir an. Mhm. Dann würde ich sagen, weil du das so gut kannst, drehst du langsam diese Uhr rum und ich beginne. Okay, 4, du bist. Du kriegst aber einmal, oder? Ja? Fliegen einmal? Oder? Ja, ich krieg einmal, genau. Da. Das ist eine gute Sache. Brauchen wir eigentlich, das brauchen wir überhaupt nicht. Wir brauchen gut einmal fliegen, können wir auf jeden Fall machen. Ansonsten, das brauchen wir ja gar nicht. Wo laufe ich hin? Zum roten. 1, 2. Die 2. Das kommt da rein. Gut. So, ich produziere. 1, 2, 3. Gucken wegen Müll. Wir haben 1, 2, 3 Müll. 1, 2, 3. Glück. Sehr schön. 2 Pflaster. Wir brauchen nur 1. Egal. Wir haben 2 Pflaster produziert. Zack, zack. Und 2 Müll. Gut. Und einmal fliegen. Ich glaube einmal. Zweimal fliegen. Wir sind da. Dann laufe ich da runter. Okay. 1, 2, 3. Das kann ich noch einmal und nochmal. Und du bist. Oh. Dann laufe ich 1, 2 hier rüber und setze die hier als Wasser ein. Gut, einer war schon weg. Ne, 2 Wasser weg. Das heißt, jetzt setzen wir 2 Wasser. Genau. Ja.
Nope, scheiße. Aber ich gehe, ich nutze den letzten Zug, gehe 1 zurück und gebe 5 Würfel aus und habe dann minus 4. 1, 2, 3, 4. Du bist, mach weiter. Okay, dann mache ich hier 1, 2, 3, 4 und setze das Flugzeug ein. Okay, zack, die sind raus. Einen Zeitmarker dazu. Schnell, 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 schnell. Weiter, 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 ist doch egal. Nee, ist abgeschlossen. Nee, sie ist halt rum. Ja, aber dass du so wartest, in der Zeit hättest du auch nochmal würfeln können. Ja, du bist ja rum. Okay. Okay. So, gut. Istanbul ist abgeschlossen. Istanbul ist abgeschlossen. Wir verlieren einen Zeitmarker. Gut. Es kommt eine neue dazu. Und zwar Mexiko-Stadt. Das können wir neu sortieren. Wir dürfen uns jetzt nicht taktisch absprechen. Ich sag nur... Gut. Also. Ich bin dran. Du drehst wieder. Selbstverfreilich. Du bist... Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, ich mache 2 zurück und ich fliege einmal. Hast du das Strecke, oder? Die Richtung. Ja, nein, die Richtung. Die. Gut. So, 2, 3, 4 und produzieren. 2 Stück. Null. Keiner. Okay, 2 fliegen und ich. Ich würde das nochmal. Ja, aber. Zack, zack. Kamine. Vier fliegen. 1, 2, 3, 4. Ein Vierfliegerbonus. Bringt nichts. Also einmal fliegen auf jeden Fall. Zack, zack. Ja, wohl kann ich jetzt nichts machen. 1, 2, 3. Und. Warum gehst du dahin? Wir haben schon mehr Wasser. Geh dahin. Geh ich dahin. Ja, gut. Da kann ich jetzt hintersetzen. So, ich gehe schon mal da runter. 1, 2, 3. Drei raus. Das war eine schlechte Idee. Aber gut, ich aktiviere. So, zack, zack. Also, verdammt, ich kann noch nicht. Ah, scheiße. Bitte, jetzt ein Flugzeug. Jawohl, aber jetzt. Also, jetzt sind wir ein Zweiter. Jetzt sind wir da ein Zweiter, das ist erledigt. Deswegen erst Würfel einsetzen. Ja, genau. Jetzt ist die Zeit rum. Einer dazu. Okay. Eigentlich bräuchte man einen elektronischen Marker, der dann macht, damit du auf jeden Fall weißt, dass die Zeit jetzt vorbei ist. Genau. So, ein Zeitmarker geht weg. Ein Zeitmarker geht weg und wir kriegen Kairo. Na toll. So. Wenn das Greta sieht, wie viel wir hier um die Welt reisen. Mit dem Flugzeug. Mit dem Flugzeug, ja. Du Schande. Okay. Und Batterien verteilen. Stromaggregat. Okay. So. Soll ich Wasser produzieren? Achso, ich darf ja gar nicht. Wir dürfen uns praktisch nicht, aber das wäre naheliegend. Ja, ich latsch mal zu den Medikamenten. Wer ist eigentlich dran? Ich. Gut. Ich produziere Strom. Jetzt das ist okay. 3, 1, 2, 3. Einer und 2 zum Bewegen. Zack, zack. Du bist. Flugzeug. 1, 2. Zip. 2. So, Flugzeug. Einer zum Bewegen und 2 mal Medis. Du bist.
Mist. Das ist ja, noch nicht ausreichend. Reicht. Ja. Okay, dreimal Wasser. Dann geht er auch schon mal. Jetzt gibt es die Medis weiter. So, jawohl. Zack, produzieren. Zwei Stück. Medis sind dann also da. Jetzt brauchen wir noch einen davon. Deswegen nutze ich einen, um hier rüber zu gehen und einen zu platzieren. Du bist. Okay, ich wandere auf jeden Fall schon mal hinter. 1, 2, 3, 4. Verdammt, ich habe glaube ich bei dem Medikamenten produzieren keinen Müllwurf gemacht. Das mache ich jetzt. Keiner. Gut. So, zack. Eins, mehr passt eh nicht hin. Ist richtig. Ein Müll. Ein Müll. Ein Flugzeug und damit haben wir den da. Gut, Zeitmarker dazu. Einer, zwei, drei, drei, eins, zwei, drei und Zeit ist rum. Ja, und die Sachen müssen wir wieder ausgeben. Die haben wir nämlich noch vergessen. Für den. Gut. Okay. Zeitmarker geht weg. Ja. Letzte Stadt kommt dazu. Also ich hätte auch noch weiter würfeln können, theoretisch, aber das ist bei einem hektischen Spiel wirklich gar nicht so einfach. Okay. Ich möchte jetzt nichts sagen, aber wir haben schon die Hälfte dieser Lieferung beisammen. Ne? Und ich bin ja gerade da, wo ich dann... Aber wir sprechen uns ja taktisch nicht ab. Aber wir dürfen uns taktisch nicht absprechen. Genau, richtig. Bin ich jetzt dran oder du? Irgendwie kriege ich Hunger. Da muss ich irgendwie mal was gegen machen. Du kriegst Hunger, okay. Ich bin dran, weil du hattest gerade... Okay, ich habe mir gerade den Finger geschnitten. Ich muss da... Also ich habe... Moment, ich hab dich, du hast gerade gemacht. Okay, dann bist du dran. Auf jeden Fall 1, 2. Und damit haben wir einmal Nahrung. Gut. Nein! Drei oder einmal Müll. Komm schon. Du bist. Einmal bewegen und gleich einsetzen. Ja, wunderbar. So, einer. Darf ich nochmal? Ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ich achte da nicht drauf. Scheiße. Zack, zack, zack. Müll, zwei. Mach was Gutes. Ja, auf jeden Fall gehe ich eins weiter. Und beliebe die Stadt. Gut. Kriegen Zeitmarker dazu. So, fliegen. Wir brauchen noch Medikamente. Ja. 1, 2, 3, 4. Eins. Machst du Müll, genau. Und viermal gibt es zwei Müll. Und der bewegt sich mal. So, ich bewege mich dahin. Los. 5 rein, 0 Müll, alles gut. Ja, Lust. 2-mal fliegen, 1-mal laufen. Ja, und ich produziere 2 Medis. Und Müll haben wir 2. Geliefert. Also genau so. Punkt. Ja gut, wir hätten aber auch, ne? Huh. Ja. Also Zeit weg. Zeit weg. Und weil geliefert. Nicht. Zeit hin. Zeit hin, genau. Ist gut. Das war jetzt tatsächlich, auch wenn wir die Würfel oft weggeschmissen haben. Das war jetzt eine gute Runde. Also ja, das lief ganz gut zusammen. Wir haben, muss man dazu sagen, die Einsteiger-Variante gespielt. Ja. Die Anleitung sieht vor, wenn wir die Helden-Variante spielen, da
dann würden von Anfang an 4 Karten ausliegen und hier würden 9 Karten warten auf Bearbeitung. Was wir jetzt, um euch das Spiel nicht noch unnötig schwer zu machen, was wir weggelassen haben, sind die sogenannten Krisenkarten. Mhm. Krisenkarten haben entweder temporäre Ereignisse, können wir einfach mal, was weiß ich, nehmen wir da einfach mal hier extremer Gegenwind. Ihr müsst zum Fliegen ein zusätzliches Flugzeugsymbol ausgeben. Das heißt, man muss immer zweimal Flugzeug haben, um eines zu bewegen. Dann ist es natürlich super, wenn man den Navigator dabei hat, weil der würde dann, wenn man 2 ausgibt, immerhin auch 2 vorankommen. Ja. Mhm. Dann haben wir noch Turbulenzen. Ihr müsst zum Bewegen einen zusätzlichen Würfel ausgeben. Das heißt, 4 Würfel heißt, ich bewege mich um 2 Räume weiter. Oder Sicherheitstraining. Das ist dann einmalig nur, bewegt die Spielfigur zum Startraum. Mhm. Ja, also das sind dann so Krisenkarten. Wir haben das jetzt mal quasi einfach mal ohne gespielt. Einfach aus dem Grund, es geht ja darum, euch das Ziel, das Spiel oder das Spielprinzip zu erklären. Was mir gerade dabei auffällt, wir haben zwar von den Räumen gesprochen, aber wir haben nicht explizit darauf hingewiesen, dass in den Räumen auch Türen sind, also die Rotation ist nicht erfunden worden. Ja. Und man natürlich von Raum zu Raum gehen kann, so wie hier die Türen auch sind. Genau, richtig. Und natürlich jedes Betreten oder jede Bewegung von Raum zu Raum ist das, was der Roman meint. Die Karte ist böse. Evakuierung. Bewegt das Flugzeug um 6 Städte von der nächstgelegenen Stadtkarte weg. Wenn du kurz davor bist und freust dich. Oder du bist direkt drauf. Ja. Das ist natürlich ordentlich. Gut, wir hatten jetzt auch relativ Glück mit unseren gezogenen Charakteren. Wobei ich glaube, jeder hat tatsächlich seinen Vorteil. Also, was ich schwierig finde, gerade in dieser hektischen, ist die Dame von der Elfenbeinküste mit ihren 2 Wiederholungswürfen. Ja, wie viel habe ich jetzt? Habe ich jetzt schon dreimal? Ja. Habe ich jetzt noch 5-mal? Das ist schwierig. Man hat es ja jetzt gesehen, auch bei diesem Spiel. Es wird so hektisch, dass man teilweise auch Würfel verliert. Mal irgendwo. Ja, richtig. Oder Roman hat gewürfelt, obwohl ich noch würfeln können. Das ist auch deswegen eigentlich erst würfeln, fertig machen und dann einsetzen. Aber das schnell. Ja, genau. Das ist halt das Ding. Die Dame aus Brasilien, finde ich, ist super. Die ist wirklich super. Ich finde die Ingenieurin auch nicht schlecht. Also mit diesem, ich kann ja hier quasi Flugzeug auf was anderes drehen. Die Südkoreanerin ist das, ne? Ja. 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 Genau. Stimmt, wenn wir schon bei Nationen sind, wir haben noch den amerikanischen Recycling-Experten. Ein kleiner Seitenhieb vielleicht, ich weiß es nicht. Heißt der Donald? Nee, Ian. Ian Dominic. Okay. Die italienische Direktorin, den indischen Techniker, oh gut, das kann gut sein, und den, ich glaube, das ist Kroatien, oder? Das muss Kroatien sein. Ja. Ja. Der Navigator. Also, finde ich, ist echt gut gemacht. Mhm. Könnte ich mir fast eine Erweiterung dazu vorstellen, mit noch mehr Charakteren und mehr Ereignissen. So eine kleine Erweiterung. Ist da nicht sogar schon was, oder haben sie da nicht sogar schon was angekündigt gehabt, als wir auf der Essen, auf der Spiele waren? Auf der Essener Messe? Auf der Messe in der Essen. Messe in der Essen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Also da haben wir es auf jeden Fall mitgenommen. Ja. Gut. Fazit. Euch wird schon aufgefallen sein, unser Flugzeug ist ein wenig lahm. Wir haben es ausgepackt. Und irgendwie war dieser Flügel hang richtig weit nach unten und ich dachte so, ich kann den wieder so ganz vorsichtig gerade biegen. Und dann hat es knack gemacht und ich hatte den Flügel in der Hand. Ein Glück ist das nicht in der Luft passiert. Auf dem Weg von Romans Wohnung zu meiner hat es wohl Turbulenzen gegeben. Und ja. Aber kein Problem, wir haben schon, das will ich mir nachher mal schön zu Gemüte führen und das wieder zusammenkleben. Halt ein bisschen Nein, nicht frigide. Fragil. ja, ein frigides Flugzeug. nee, das ist vielleicht jetzt nicht ganz so schön, aber so eine kleine Kritik vorneweg, kleiner Kritikpunkt, was ich super finde, wirklich super, sind die Würfel.
Ja, das sind marmorierte Würfel mit den verschiedenen Symbolen drin. Die sind richtig, richtig gut gemacht. Und witziges Detail, was ich auch richtig klasse finde, in jedem Raum ist der tatsächliche Arbeiter auch wirklich drin. Ja, und zwar so, hier sieht man zum Beispiel die Dame, sieht man ja hier angedeutet, im Rollstuhl. Ja, die sitzt da und mischt ihre Medikamente zusammen und die ist tatsächlich auch hier. Hier sitzt die Dame, hat ja diesen Pulli an und ist da am fleißig rumdingsen. Oder da der Handwerker. Ja, genau. Hier der Navigator hat sein Tablet in der Hand und die Hand am Ohr. Da steht er, hat sein Tablet in der Hand und die Hand am Ohr. Ja, das ist super. Gut, der Techniker, hier liegt er drunter, hier kniet er. Da kann ich alles richtig haben. Naja, gut, hier, ja, meine ist auch da, hier der an irgendeinem Ding dran und macht da irgendwas. Ja, also ich find's super. Wirklich, wirklich super gemacht. Also viel Details, die da drin stecken. Und allein die Idee, das mal in Echtzeit wirklich zu machen, das finde ich, ist echt nicht schlecht. Vor allem dieses Kooperative, was man muss ja trotzdem irgendwie nett sein. Ja, auch nicht, warum machst du das jetzt nicht so, warum willst du diesen Würfel? Und man muss sich versuchen, auf seinen Würfel oder auf seine Würfel zu konzentrieren, auf das, was man selber vorhat. Aber gleichzeitig muss man gucken, was macht denn der andere, dass man jetzt nicht zum selben Raum hinrennt zum Beispiel, ja. Und man darf nicht darüber nachdenken, so von wegen, warum macht er denn jetzt das? Warum? Das wäre doch so viel besser. Da darf man überhaupt keine Zeit mit verschwenden. Man muss wirklich grob, okay, Andi geht jetzt dahin in den Wasserproduktionsraum, das heißt, ich gehe jetzt zur Nahrungsproduktion. Ja? Da muss man wirklich versuchen, bei der Sache zu bleiben und nicht zu sehr ins Detail sich zu verlieren. Ich muss ja sagen, ich bin weder ein Fan von zu viel Kooperation, ist okay, ich mache das gern mit, wenn es passt und so weiter, noch bin ich ein Fan von so typisch hektischen Spielen, wo auf Zeit und keine Ahnung was. Das heißt, hier kommen zwei Sachen aufeinander, die mich ein bisschen frustrieren, auf Dauer. Aber, das muss man sagen, dieses Spiel ist nicht nervtötend, um es mal so zu sagen, für mich. Das heißt, sie haben es gut umgesetzt, definitiv. Definitiv, ja. Man kann es auf jeden Fall spielen, also auch wenn man jetzt so hektische Spiele wie Escape und so ein Kram, was es da gab, ist ein Tempel und so, nicht mag, das hier definitiv geht in eine andere Richtung und macht auf jeden Fall auch trotzdem Spaß. Also ich finde es definitiv ein richtig, richtig gut gemachtes Spiel. Das Prinzip ist klasse. Die Illustration, ich habe es eben schon angesprochen, super. Und auch, dass man eben diese Verbindung hat zu den klassischen Pandemien. Man hat dieselben Städte, ja, nur halt nicht als Weltkarte dargestellt, okay, mein Gott. Also, ich finde es echt richtig, richtig gelungen. Das Prinzip ist super, kann man nichts gegen sagen. Und vor allen Dingen schnell gespielt. Ja. Wenn man die Regeln kann und so nicht groß den Leuten nochmal erklären muss, kann man sagen, hey, komm, machen wir nochmal eine schnelle Runde, schnelles Einsatzteam. Einmal schnell, schnelles Einsatzteam. Ja. Und damit Greta auch zufriedengestellt ist, wenn wir schon so viel rummachen, man hat diese Müllproblematik, die man lösen muss. Also von daher. Ja. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob du dein Flugzeug geklebt kriege. Flugzeug recycelt bekommst. Ansonsten schmelzen wir es ein und machen ein neues draus. Na, ich würde sagen, das sieht dann richtig bescheiden aus. Aber gut. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao.